So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Wunderschönen Donnerstag heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich mache einmal kurz den Check hier parallel. Ja, ich bin live und es funktioniert. So, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Mein Name ist Vero Vegas und wir werden heute ein Ganzkörper, Entschuldigung, kein Ganzkörper, ein Booty Workout machen. Also hauptsächlich Bauch, Beine, Po, also Bauch, ganz wie Beine, ganz wie Po. Wir starten heute im Stehen für eine erste Runde Circuit, die wir hauptsächlich unseren Beinen und Po widmen. Und in einem zweiten Circuit werden wir am Boden verbringen und mehr Richtung Core nochmal gehen. Wir starten mit einem Warm-up, ein bisschen Mobilisation, ein bisschen Aktivierung und dann geht es auch schon direkt los in die erste Runde. Alles, was du heute brauchst, ist dein Körper. Was zu trinken zwischendurch, weil es mit Sicherheit ein bisschen wärmer wird und du schwitzen wirst. Und ein Handtuch brauchst du. Und zwar nicht nur, um deinen Schweiß abzutrocknen, sondern folgendes. Ich habe noch so einen Slider für den Boden, also gerade wenn ihr am Parkettboden seid. Ansonsten nehmt ihr ein Handtuch und dann werden wir mit dem Handtuch, das werden wir als Slide am Boden verwenden. Solltest du kein Handtuch haben oder du bist vielleicht gerade auch auf einem Teppich, auf dem es sich eben nicht sliden lässt, gibt es eine Option ohne zu sliden, also dementsprechend bräuchtest du dann gar nichts. Also es wäre eine Option, wenn du einen Parkettboden hast oder Laminatboden oder irgendwo, wo du sliden kannst, mit einem Handtuch. Ansonsten brauchst du nur deinen Körper und eben gegebenenfalls eine Yogamatte für den zweiten Part Richtung Ende erst. Ich warte mal kurz, bis alle da sind und dann legen wir auch schon direkt los. Ich mache die Musik ein Ticken lauter. So, heute Abend Check in Shape, Booty Party mit meiner Wenigkeit. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir starten Hüftbreite Stand, die Knie leicht gebeugt, die Hüfte leicht gebeugt. Bauchnabel zieht nach innen, Länge in der Wirbelsäule schaffen. Beide Arme gehen über Kopf direkt von Anfang an. Und wir machen große Schulterkreise hier weit nach hinten zurück. Leichte Kniebeuge, Feder aus den Füßen ab. Und das Ganze vorwärts. Schultern aufrichten. Bauchnabel zieht nach innen. Schultern bleiben weg von den Ohren. Der Blick bleibt lang nach vorne. 4, 3, 2, 1. Beide Arme über Kopf. Ein Arm geht vor, ein Arm zurück. Heute ein bisschen Koordination am Donnerstagabend. Für 4, 3, 2, 1. Und das Ganze Richtungswechsel. Lange Arme, gestreckte Ellbogen. Schulter zieht tief, Blick lang, 2, 1, beide Arme nochmal über Kopf hier. Die Füße drehen wir so ungefähr auf 11 und 13 Uhr nach außen, ein Ticken breiterer Stand. Wir haben das schon ein bisschen öfters gemacht, wenn ich schon bei mir eingeschaltet habe. Wir gehen in Plié-Squat. Dein ganzes Gewicht in deine Fersen, die Knie schieben nach außen, Richtung kleiner Zeh, Oberkörper ist aufgerichtet und du schiebst dich aus den Fersen wieder hoch. Rippenbogen bleibt geschlossen. Wir wollen ja nicht ins Hohlkreuz fallen. Natürliches Hohlkreuz, lange Wirbelsäule. Zieh dich lang, stell dir vor, du hebst die Decke über dir an und über deine Fersen schiebst du den Boden wieder hoch. Wir nutzen die Übung hier schön als Warm-up. Und ich will aber auch direkt in unserem ersten Circuit ankommen. 5, 4, 3, 2, 1, unten halten, lange Arme hier, Handflächen schauen nach vorne, stabile Beine, schiebt die Knie nach außen, wir gehen nochmal in die Schultern hier, holt hier beide Schultern nach innen und aus. Wir schreiben gerade ganz viele hier, sehe ich parallel, guten Abend, achso, guten Abend, gedacht, das versteht vielleicht jemand mich nicht, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid, 4, 3, 2, 1, bleib hier, rotiere nur die rechte Schulter vor, die linke Schulter bleibt auch rotiert, wie so ein Korkenzieher. Und wir rotieren die Schulter gegeneinander. Bauchnabel zieht nach innen. Stell dir vor, es zieht dich jemand an deinen Fingerspitzen lang zur Seite. Noch 4, 3, 2, 1, zurück zur Mitte. Rippenbogen zu, Arme lang, seitliches Core. Stell dir vor, es zieht dich jemand nach rechts, Mitte, links. Bauchnabel abwärts, bist du komplett stabil.
Zieh ihn weiterhin nach außen, Richtung kleiner Zeh. Schulterblatt weg von den Ohren. Wir machen noch 5 pro Seite. 4, 3, 2, 1. Und zurück zur Mitte. Bring deine Hände auf die Knie und schieb deine rechte Schulter nach unten. Sinken Tick tiefer in deiner Hüfte. Mein rechter Arm komplett gestreckt. Rechte Schulter schiebt nach unten und schiebt gleichzeitig meine Knie so ein bisschen auseinander. Aktive Pause hier. Meine Beine brennen schon. Seitenwechsel. Up. Schieb die Schulter tief. Blick lang. Brust raus. Nochmal Seitenwechsel. Atme. Letztes Mal. Seitenwechsel links. Kurzes, knackiges Warm-up heute. Bring beide Hände zum Boden. Streck deine Beine langsam durch. Erstmal Füße parallel zueinander und dann wander ein Ticken enger mit deinen Füßen zusammen, ungefähr hüftbreit. Stütz dich auf deinen Knien ab, lass den Kopf, Schulter hängen und dann rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf in deinem eigenen Tempo. Wenn wir oben angekommen sind, machen wir nochmal 20 Hampelmänner, Jumping Jacks, Arme gestreckt, Beine gestreckt. Falls du aus irgendeinem Grund nicht springen kannst, wir machen heute grundsätzlich keine Sprünge. Solltest du nicht springen können, hier machst du mit, bleibst in Bewegung. Für alle anderen, wir starten in 3, machen wir alle gleich synchron. 2, 1, here we go. 20 Hampelmänner. 3, machen nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Kurz auslockern, auf der Stelle. Kurz marschieren, Knie ziehen. Über Hüfthöhe nach oben, über diese 90 Grad hier, wenn ich im Profil bin. Bauch ist fest, wir denken wieder hier an unsere Brettposition. Ich möchte hier nicht nach vorne einfallen, sondern aufgerichtet bleiben. Knie ziehen nach oben, wir gehen hier unseren Hüftbeuger aktivieren. Und dann machen wir noch einmal eine Runde. 20 Hampelmänner, alle synchron, in 3, 2, 1, here we go, 20. Zwei Übungen unilateral, das heißt einmal rechtes Bein, einmal linkes Bein und die andere bilateral, beide Beine gleichzeitig. Ich zeige euch wieder einmal alle durch. Unsere Time wird heute sein 45 Sekunden arbeiten, also Time on Attention, 15 Sekunden Pause, direkt zur nächsten Übung, 5 Übungen, insgesamt 3 Runden. Das heißt, unser erstes Workout dauert insgesamt 15 Minuten. Macht Plie Squat. Gewicht in die Fersen, Oberkörper ist aufgerichtet. Wir gehen tief, schieben die Knie nach außen über die Fersen, schiebst du nach oben hoch und stell dir vor, wenn du hochkommst, du würdest deine Fersen unter dir zueinander schieben. Wir wollen hier richtig Innenschenkel aktivieren, Rippenbogen aktivieren, Core aktivieren. 45 Sekunden aktiv, Kniescheiben ziehen nach oben Richtung Oberschenkel. Also wolltest du den Boden unter dir zueinander ziehen. Übung 1. Übung 2, da brauchst du jetzt. Falls du es hast, ein Handtuch zum Sliden. Ich nutze hier meinen Slider. Wir machen das Ganze erst auf einer Seite. Das heißt, Übung 2 und Übung 3 bleiben direkt auf einem Bein. Übung 4, Übung 5, erst wechseln wir. Wir machen als allererstes Reverse Lunges, also Rückwärts-Ausfallschritte. Standbein in dem Fall jetzt links. Ich slide nach hinten zurück. 45 Sekunden. Tief, up. Das Ganze machen wir einen Ticken anders. Ich gehe 3, 2, 1 tief, explosiv hoch. 3, 2, 1 tief, explosiv hoch. Gewicht vorne verlagert in meine Ferse. 15 Sekunden Pause. Das gleiche Bein, das gleiche Standbein bleibt Standbein. Und ich schiebe mit dem Slider nach außen raus. Seitlich, hier wieder raus. Seitlich, hier wieder raus. Kennt ihr, haben wir ähnlich gemacht letzte Woche. Übung 4, 5. Das Ganze auf der anderen Seite. Und dann das Ganze wieder von vorne.
Hast du keinen Slider? Kannst du nicht sliden? Völlig wurscht. Machst du Reverse Lunges. Übung 1 mit einem Step. Übung 2 seitlich über die Zehenspitze nach außen. Gewicht immer in deinem Standbein, in der Ferse vorverlagert, sodass du es auch richtig im Popo spürst. Bist du bereit für unsere erste Circle? Sehr gut. Ich auch. Dann legen wir los. Ich bin schon am Schwitzen. 45 Sekunden on. Plie Squat. Füße nach außen. In 3, in 2, 1. Here we go. 45 Sekunden. Up. Schieb über die Fersen hoch. Aktiviere deine Innenschenkel. Rippenbogen geschlossen. Kniescheiben ziehen hoch. Schultern tief. Popo fest. Nur deine Mundwinkel ziehen nach oben. Alles andere zieht nach unten. Up. Up. Hände darfst du gerne in die Hüfte geben. Oder auch über Kopf. Deine Entscheidung. Ausatmen, wenn du vom Boden wegschiebst. Hier Tempo, Single. Up. Up. Sehr gut. Station 1. Wir gehen in Station 2. Ein Bein, Standbein bleibt für die zwei Intervalle. Ich starte auf meinem linken Bein, Standbein, Schwungbein ist rechts. Rückwärts, Ausfallschritte. Mach dich bereit. Gewicht in deine vordere Ferse. Here we go. Wir sliden nach hinten, explosiv raus. Hinten, explosiv raus. Es kommt alles in meinem Standbein an. Du gehst auf und ab wie so ein Aufzug. Schiebst dich explosiv vom Boden weg. Hier langsamer tief, also wieder hochkommen. Dein Knie vom vorderen Fuß schiebt leicht nach außen. Hier bei unserer Booty Party. Okay, Beine bleibt, Standbein bleibt das gleiche. Dein Schwungbein schiebt nicht mehr nach hinten, sondern seitlich. Und wir wandern nicht mit unserem Körper mit, sondern mein Körper bleibt. Standbein geht diesmal in die Beuge. Anderes Bein schiebt zur Seite rauf. Here we go. Seitlich, back. Back. Immer noch mein Gewicht in der Ferse von meinem Standbein. Up. Schulter, Hüfte bleibt parallel nach vorne orientiert. Die letzten. Oh, und das Ganze ohne den Plié auf der anderen Seite. Rechtes Bein, zumindest bei mir, falls du anders angefangen hast, umgekehrt, wechsel das Bein. Mein rechtes Bein wird zum Standbein, Gewicht in meiner Ferse. Und dann schiebst du dein Schwungbein nach hinten zurück. Oder Stepback, falls du keinen Slider hast. Oder auf deinem Boden aus irgendwelchen Gründen nicht sliden kannst. Alles kann, nichts muss an dieser Stelle. Ja, so, dass du dich wohlfühlst. Langsamer tief, als du wieder hochkommst. Unser erster Circle findet komplett im Stehen statt. Unser zweites Circle findet komplett am Boden statt. So. Wechsel, seitlicher Slide. Gehen Ticken rüber. Letzten 45 für die erste Runde. Mach dich bereit. Standbein. Immer noch das gleiche. Gewicht verlagert in die Ferse. Here we go. Slide zur Seite. Schulter, Hüfte. Bleib parallel nach vorne. Schieb den Po nach hinten zurück. Und schieb dich über die Ferse zurück nach oben durch die Decke.
die letzten. Und Pause. Trink einen Schluck. Das war unsere erste Runde. Das machen wir noch zweimal. Die gleichen Übungen. Bevor wir dann zum Boden wechseln. Wie geht's euch? Gebt mal kurz einen Daumen hoch, falls ihr gerade irgendwie am Laptop was schreiben könnt. Okay, kein Bock gerade. Macht das nächste Mal mit. Völlig okay. Das Workout wird aufgezeichnet. Wir posten es und ihr könnt das jederzeit on demand widerrufen. So. Es geht direkt weiter in Runde 2. Gleiche Übungen, du weißt, was auf dich zukommt. Runde 2, Runde 3, direkt hintereinander. Mit einer ganz kurzen Pause, kurz was trinken. Und dann gehen wir zum Boden. Bist du bereit? Runde 2, wir starten mit den Plies. Rimbung zu, in 3, in 2, 1, here we go. Down und schieb nach oben raus. Up. Kniescheiben. Ziehen zum Oberschenkel, wenn du hochkommst, aktiviere den Po. Popo ist ganz fest, wenn du rum rausschiebst. Hopp. Auch hier, als wolltest du oder als würdest du wie so ein Aufzug auf und ab gehen. Hier schnelleres Tempo. Und Wechsel. Wir bleiben wieder Intervall 2 und 3 auf dem gleichen Standbein. Ich starte mit links. Linkes Bein Standbein, rechtes Bein Schwungbein. Lunge nach hinten, Lunge zur Seite. Für Runde 2, 3. Here we go. Down, up. Wir gehen wieder langsamer nach hinten, als du hochkommst. Explosiv, hoch. Langsam tief, explosiv, hoch. Dein ganzes Gewicht in deiner vorderen Ferse. Falls du später eingeschalten haben solltest, ich nutze einen Slider. Du kannst ein Handtuch nutzen. Oder falls du nicht auf deinem Boden sliden kannst, da hat Teppich zum Beispiel, dann machst du einen Step. Wir bleiben. Gleiches Bein, bleibt mein Standbein. Schwungbein geht diesmal zur Seite raus. Rechtes Bein auf 3 Uhr. Popo sinkt tief. Standbein. Popo schiebt nach hinten. Ready, here we go. Up. Letzten. Und Beinwechsel. Standbein, anderes Bein. Wir starten wieder Reverse Lunge und dann seitlicher Lunge. Bereit? Aufrichten. Here we go. Langsamer zurück, als du hochkommst. Core bleibt fest. Nutzt die Arme kontralateral. Sprich, wenn dein rechtes Bein vorne ist, schiebt dein linker Arm vor. Und komm zurück. Gewicht immer noch in deiner vorderen Ferse. Vorderes Knie leicht nach außen. Bleib stabil. Mach es in deinem eigenen Tempo. Qualität vor Quantität an dieser Stelle.
Und wir bleiben auf dem gleichen Bein und sliden zur Seite. Wenn dein linkes Bein arbeitet, auf 9 Uhr. Mach dich bereit. In 2, 1, here we go. Popo tief, Gewicht in die Ferse. Starke Beine hier. Alles für unsere Gluten, Beine und Core. Super, kurze Pause. Seid aber heute hier fleißig am Tippen. Ich hoffe, es geht euch gut an dem Donnerstagabend. Wir machen noch eine letzte Runde hiervon, bevor wir dann zum Boden überwandern. Schön, wenn ein paar bekannte Gesichter mitmachen. Hallo. Gewicht in die Fersen. Letzte Runde. Plié Squat. Oberschenkel dürfen nochmal richtig ans Brennen. Das ist unsere allerletzte Runde hiervon. Danach gehen wir zum Boden, dann machen wir was anderes. Also darfst du nochmal richtig alles rausholen. Bist du bereit? In 3, 2, 1, here we go. Down, up. Letzte Runde, Plié Squat. Knie schieben nach außen. Oberkörper bleibt stabil. Sink zwischen den Fersen. Und spann den Po an, jedes Mal, wenn du hochkommst. Up, up. Gut. Das war schon die letzte Runde, Plié. Letzte Runde, Reverse Lunges und Side Lunge auf links. Standbein stabil, Oberkörper aufgerichtet. Und here we go. Gewicht in die Ferse von deinem vorderen Fuß. Wir gehen langsamer tief, also wieder hochkommen. Up. 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 Die letzten. Keep it up. Bleib stark. Halte durch bis zum Schluss. In deinem eigenen Tempo. Langsamer tief, als du wieder hochkommst. Bleiben auf dem gleichen Standbein. Für unsere letzte Runde. Side Lunge. Slide nach außen raus. Gesäß schiebt nach hinten. Gleiches Bein. Ready. Und here we go. Letzten. Oh. Seitenwechsel. Letzte Runde, letztes Bein. Mir ist ganz schön warm. Ich hoffe, dir auch. Ready machen für die letzten 2x45 Sekunden auf rechts in dem Fall. Okay.
Gewicht immer noch. Vordere Ferse. Bleib stabil. Bis zum Schluss. Die letzten. Gleiches Standbein, letzte Runde. Slide zur Seite. Und dann gehen wir auch schon in unser zweiten Übungskatalog zum Boden. Okay, ready? Letzte Runde. Slide auf 9 Uhr mit links. Letzten, durchhalten, beißen. Oh. Ich beiße mit. Und lösen. Okay, Beine ausschütteln, trinken einen Schluck. Der ganze nächste Teil findet am Boden statt. Dafür brauchst du gegebenenfalls einmal eine Matte. Hoppla. Unser Intervall wird sich auch verändern für den letzten Teil. So. Okay, folgendes. Ich habe euch versprochen, Bauch, Beine, Po. Jetzt haben wir ganz viel Beine, viel Popo gehabt. Aber es wird nochmal ein Ticken bauchlastiger und ein Ticken popolastiger. Wir machen eine Runde. Das ist aufgeteilt in 4 verschiedene Blöcke. Immer wieder unilateral Bein oder Core. Und zwar starten wir unser allererstes Vierer-Package, nenne ich das jetzt mal, ist ein Unterarmstütz. Ellbogen unter die Schulter. Hier wie ein Surfbrett. Schieb dich weg vom Boden, bleib ganz stabil, natürlich in der Dose. Optional darfst du auf die Knie kommen. Das ist unsere Übung Nummer 1. Das Spannende an diesen Packages ist, es gibt keine Pause. Und zwar jedes Package dauert genau 2 Minuten à 4 Übungen. Das heißt, jede Übung dauert 30 Sekunden und es gibt einen schnellen Wechsel zwischendurch. Ja? Übung Nummer 1, Package 1, Plank-Position. Übung Nummer 2, Package 1, seitliche Plank halten oder hier Hip-Drop nach oben raus. Übung Nummer, ich kann nicht mehr zeigen, Übung Nummer 3, Package Nummer 1, zurück in die Plank, aber hier wanderst du auf der Stelle. Das ist kein Schwung, nur wandern, stabile Schultern. Übung Nummer 4, Rotation, andere Seite, Side Plank. Entweder halten oder auch hier Hip Drop. Bitte dann nicht in die Schulter hängen lassen, Schulter bleibt weg vom Ohr. Wir wollen nur die Hüfte droppen. Erstes Package, 2 Minuten. Ohne Pause. Dann gehen wir in Package Nummer 2. Bist du bereit dafür? Plank-Position. In 3, in 2, 1. Unterarmstütz. Here we go. Brettposition. Schieb dich weg vom Boden. Ganz, ganz festes, stabiles Core. Inhalier deinen Bauchnabel. Halt die Länge in der Wirbelsäule. Dein Blick geht Richtung Hände. Und den Kopf hier nicht hängen lassen. Stabiles Surfbrett. Bauch fest. 10 Sekunden noch. Dann wechseln wir alle nach rechts, sodass dein linker Ellbogen unter deiner Schulter ist. Side Plank. In 2, 1, here we go. Side Plank. Up. Entweder nur halten oder Hip Drop, ohne dass die Schulter zum Ohr kommt. Du suchst dir deine Option. Darfst doch gerne auf den Knien halten. Ja? Alles kann, nichts muss. Hier. Core fest. Intraabdominaler Druck. Ganz fest. 4, 3, wir wechseln zurück in die Plank. In 2, 1, wechsel. Marching Plank. Hier. 30 Sekunden. Bleib stabil in deinem Core. Keine Rotation in deiner Lendenwirbelsäule.
optional darfst du natürlich halten. Halbzeit. Wir wechseln. Side Plank in 3, 2, 1. Side Plank. Gleiche Option wie vorher. Halten, Knie oder Hip Drop. Letzten 7. Und Pause. Das war Package Number 1. Okay. Ich bin ganz schön am Schwitzen hier mit. Package Nummer 2. Unilateral Popo. Vierfüßlerstand. Stabiler unterer Rücken. Ich starte mit dem Bein, was zu euch zeigt, in dem Fall mein rechtes Bein. Ersten 30 Sekunden hier. Stabiler Vierfüßlerstand, beide Zehenspitzen aufgestellt. Ersten 30 Sekunden dein rechtes Bein. Schieb nach hinten zurück, parallel zum Boden, ohne hier Hüfte aufzurotieren. Bleib geschlossen, zurück. 30 Sekunden hier. Direkter Wechsel, ohne Pause. Gebeugtes Bein, als wolltest du hier die Decke anheben. 90 Grad. Zurück, Knie an Knie, schieb nach oben raus. Auch wieder 30 Sekunden ohne Pause. Dann direkt weiter. Dein hinteres Knie kreuzt deine Ferse hinter dir. Überkreuz, schiebst du die Decke an. Überkreuz, schiebst du die Decke an. Und letzte Runde, 30 Sekunden. Dann machen wir die 2 Minuten Aufwall. Knie an Knie, als wäre rechts von dir ein Feuer hier dran. Ich nenne das auch gern den pinkelnden Hund. Schieb dein Bein nach außen raus und zurück. 30 Sekunden, stabil hier. 2 Minuten am Stück, eine Seite und dann natürlich 2 Minuten am Stück die andere Seite. Bist du bereit? Erste Runde, rechtes Bein arbeitet, oder rechtes Bein, Schwungbein, in 3, in 2, in 1 und here we go. Stell dir vor, du schiebst die Wand hinter dir weg, also würdest du austreten wie so ein Pferd. Zehenspitzen ziehen zur Nase, Lendenwirbelsäule ganz stabil, das heißt hier maximales Core. Du bist immer noch in einem Brett, quasi. Stabiles Bein, schieb nach hinten zurück. 8 Sekunden noch. Dann gehen wir oben das Bein anbeugen und halten diese 90 Grad. 3, 2, wechsel. 90 Grad hier und pull in. Schieb nach oben hoch. 30 Sekunden. Up. Halbzeit. Arme sind stabil, auch wenn die Arme eigentlich hier nur aktiv sind oder passiv arbeiten. Stabile Schulter. 2, 1, überkreuz dein Knie über die Ferse hinten. Up. Bleib überkreuz. Als wolltest du die Decke über dir anschieben, überkreuz dein Knie hinter deiner Ferse. Und spätestens jetzt wird es brennen. 10 Sekunden. 4. Und wir wechseln. Pinkelnder Hund seitlich. Immer noch Core fest, stabile Arme. Letzten 20 Sekunden. Stabile Arme, stabiles Core. Wir starten mit der Streckung nach hinten. In 3, in 2, 1, here we go. Hände unter den Schultern. Stell dir vor, auf deinem unteren Rücken
ist ein Tablett mit einem Glas von deinem Lieblingscocktail. Und das darf nicht umkippen. Den willst du nach unserem Workout genießen. 10 Sekunden hier. Schieb die Wand hinter dir weg, spann den Po fest an. 2, 1. Hier, 90 Grad. Und schieb nach oben hoch. Ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Der Rippenbogen bleibt zu. Als wolltest du die Decke mit deiner Ferse anschieben. Stabile Arme, stabiles Core. In 5 Sekunden gehen wir über Kreuz hier. 2. Und von hier über Kreuz, Kreuz nach rechts. Immer noch Decke anhebend. Wir sind hier schon in der letzten Minute. 10 Sekunden. Und dann gibt es auch auf der linken Seite den pinkelnden Hund. 2, 1. Knie an Knie und schieb seitlich raus. Immer noch stabile Arme. Stabiles Core. Letzten 10 Sekunden. Reverse Crunch. Hier, Knie gebeugt, streck die Beine vor. In
vor. Immer noch Länge in der Wirbelsäule. Nur so weit, wie du deinen intraabdominalen Druck halten kannst. Zurück zu Dolphins, aber diesmal Scissors. Hier. Stabile Beine. Füße kannst du gerne strecken. Auch wieder nur so tief. Eine Hand, unterer Rücken, Bauch fest. Da kann es ja sein, dass du deine Beine jetzt spürst, von vorhin. Letzten. Und Dead Bug, hier, diagonal, linker Arm, rechtes Bein. Diese Workout-Home-Serie gemacht. Ab nächster Woche werden wir allerdings auf FitFox umändern. Alle Infos dazu folgen in Kürze. Das heißt, hier auf Facebook war das jetzt bei Sportcheck erstmal mein letztes Workout. Vielen, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Wenn noch Fragen sind, ihr dürft gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich antworte euch auch zeitnah. Oder ihr könnt mir auch gerne über meine Seite Instagram, auf Instagram oder auf Facebook folgen. Dort findet ihr mich auch unter vero.vegas. auf Instagram und Coach Vero Vegas auf Facebook. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald, ihr Lieben. Tschüss!